Jetzt ganz schnell das Eisenschwert machen. Ach, Miep. Jojojo Leute, dann willkommen zurück zu einer weiteren Folge Minecraft. Wir spielen heute eine Runde Minecraft Ender Games. Wir haben jetzt schon recht spät, und zwar haben wir gerade 22.36 Uhr und ich bin noch auf dem Gommel Server und spiele noch ein bisschen Ender Games. Ja, ich nehme jetzt gerade eigentlich ganz spontan auf. Ich habe eben noch ein bisschen Fernsehen geguckt und jetzt bin ich gerade ganz spontan dazu dann noch gekommen, so eine Folge für morgen aufzunehmen, weil ich ja noch gar nichts für morgen habe. Und dann bin ich auf Ender Games gekommen und jetzt sitze ich hier und nehme Ender Games auf. Also so schnell geht's, eben noch vom Fernseher, jetzt vom PC. Kann sein, dass die Frames manchmal bei mir abkacken. Ich weiß nicht warum, normalerweise läuft es bei mir irgendwie viel flüssiger. Aber wenn es, ich gucke mir die Aufnahme gleich an, wenn die scheiße ist, muss ich morgen gucken, dass ich mir irgendwie ein anderes Aufnahmeprogramm hole oder so. Aber die Folge kommt jetzt erstmal so, wie sie ist, höchstwahrscheinlich. Lade ich die hoch. Nee, Miep. Miep. So. Wer das Prinzip von Ender Games nicht kennt, ich denke mal, es kennen alle, aber trotzdem, bei Ender Games gibt es Enderkisten, die teleportieren sich überall hin und du selber wirst auch, ich glaube, jede Minute wird man mal teleportiert und am Ende, je weniger Spieler es werden, wird man halt immer öfter teleportiert. Man kann sich verschiedene Kits aussuchen. Ich zum Beispiel will jetzt das Kit Barbar, was bedeutet, ich habe eine verzauberte Lederrüstung am Anfang und ein Holzschwert. Und ja, ich muss halt in diesen Enderkisten gucken, dass ich gute Sachen finde. Damit ich halt gegen andere Spieler, die genauso wie ich Sachen suchen können, eine Chance habe. Jetzt ganz schnell das Eisenschwert machen. Ach, Miep. Ja, ich hatte die bessere Range. Wie gut. Ich hatte einfach noch die bessere Range am Ende. Richtig mies für ihn, weil ich ihn halt noch genommen habe, aber... Der hatte eine... Ist der scheiße? Oh mein Gott. Warum hat er mich denn nicht... Der hat auch einen Zauberer getötet. Warum hat er mich denn nicht zerstört? Der hätte mich so easy weghauen können. Oha. Alter. Vergiftung. Direktschaden. Der war so gut, der Typ. Der war echt mega gut equipped. Und er macht einfach gar nichts. Oha. Scheiße. Also irgendwie tut es mir schon leid, dass ich ihn halt getötet habe, weil er so mega gute Sachen hat, aber... Oha. Ich spiele gerade das Standard-Kit Barbar, weil... Ach, guck mal. Guck du mal an hier. Ich dich tot? Ja, ich dich tot. So sehe ich das auch. Ich dich tot, mein Freund. Ja, ich dich tot, Nein, der hat einen Dia-Helm. Den hätte ich noch gern gehabt. Ich brauche nur noch einen Eisenkopfschutz und Eisenschuhe, aber dafür habe ich noch nicht genug. Ich brauche für einen Eisenkopfschutz 5 und für Schuhe 4. Och, nein, Standbild. Ha, gut, ist jetzt wieder weg. Ich hatte gerade ein Standbild, das bei meinem PC eigentlich nie so, aber... Ja, Zaubertisch. Wie viel Luck ich einfach auf einmal habe. Nein, dann kriege ich Rückschluss auf das Scheißschwert. Ich weiß nicht, ob sich der Trank der Schnelligkeit so lohnen würde. Ich glaube, ich pack mal... Ach nee. Geil, jetzt alles weg. Miauz, miauz, miauz. Ich pack mal den ganzen Scheiß, den ich nicht brauche, hier rein. So, den Rest brauche ich eigentlich. Ach, guck mal an.
Och nee, jetzt kann er den so easy abstauben. Ich habe ihn so mit Tränken vollgeworfen. Ach scheiße. Da, da im Wasser ist einer. Warte, ist das nicht... Das ist doch der, den ich eben angegriffen habe. Wen will der Typ denn verarschen? Nein. Ach mies, ich glaube, der wurde getauscht. Oder er hat sich versteckt. Glaube ich aber nicht. Ach scheiße. Ich habe halt auch Rückstoß auf dem Schwert. Das ist halt echt nicht gut. Ich müsste mal mehr Eisen finden wieder. 117 Blöcke. Gut, da habe ich ja noch was Zeit, ne? Also 117 ist jetzt nicht viel. Ja. Nein. Die werden alle immer getauscht, ne? Hi. Der hat die Diamond Boots. Der hat die Diamond Boots, der kleine Assi. Nee, das war ein Diamond Helm, den ich haben wollte. Stimmt. Ich bin manchmal echt... Also ein bisschen verbacken bin ich jetzt gerade. Ich meine, wir haben ja auch schon 22 Uhr irgendwas. G zu dem G. Gut, dann mache ich mir jetzt mal eben ein Eisenkopfschutz. Und ein paar Eisenschuhe. Und dann bin ich jetzt eigentlich schon... So gut wie mega equipped. Hey. Ach mies, ich habe ihn nicht mehr getroffen. 106 Blöcke in die Richtung. Brauche ich noch irgendwas? Pfeile habe ich hier. TNT. Nee, lohnt sich nicht. Den Lava-Eimer mal. Kann, das finde ich scheiße, dass wenn die Eimer nicht mehr gesteckt sind, dass man die dann nicht mehr stacken kann. So. So, dann kann ich jetzt von einem direkt auf den Heiltrank switchen, vom anderen direkt auf den Bogen. Ist gut so. Zwei Dias, ein Erfahrungsfläschchen. Von den zwei Dias kann ich mir gleich vielleicht noch ein neues Dia-Schwert machen, das dann nochmal neu enchanten. Weil auf so einem Dia-Schwert Rückstoß... Also Dia-Schild an sich ist ja schon echt stark, aber mit Rückstoß drauf ist gar nicht gut. Oha! Was hat der für einen Rückstoß? Der Typ. Ja, abgestaubt. G zu dem G. Mal gucken, kann man hiervon noch irgendwas gebrauchen? Bis auf das Feuerzeug eigentlich nichts. Das Feuerzeug anstatt dem Lava-Eimer. Gut, wir sind noch zu dritt. Und der andere Typ läuft mir natürlich genau entgegen. Nein! Ach, mies, 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 mies. Er gibt mir einfach viel besser. Bitte lass mich die Runde gewinnen. Nein, nein. Nein, wo sind die Dia-Schuhe? Wo sind die Dia-Schuhe? Hallo. Gib mir einfach nur die scheiß Dia-Schuhe. Gut, der ist noch ein paar Blöcke weg. Hallo. Boah, so knapp, dass ich das noch geschafft habe mit der Diabrust. Alter.
Aber an den Typ da auf eben, der von eben, der war echt gut. Also damit habe ich jetzt echt nicht gerechnet, dass ich den jetzt noch geklatscht kriege. Aber der hat echt gut gespielt. 200 Blöcke ist der andere weg. 4 Diamanten nochmal. Ich benutze mal den Teleporter hier. Aber zuerst Speedblock und jetzt auf den Teleporter. Boah, ich zitter gerade richtig. Das wäre mal wieder eine Endergames-Runde, die ich gewinne. Gut, so, jetzt ist der Typ noch ein paar Blöcke in die Richtung. Bitte lass ihn keine guten Sachen haben. Oder nicht so gute wie ich. Dann kriege ich ihn auf jeden Fall easy. Da ist der. Bitte lass den nicht gute Sachen, also nicht so gute Sachen haben. Box ihn auf jeden Fall easy. Gut, der hat nicht so gute Sachen. Nice. Nice one. Allein schon von der Brustplatte bin ich viel besser equipped als er. Ich weiß halt nicht, was er auf seinem Schwert drauf hat. Aber das kann mir auch egal sein. Habe ihn mit dem Pfeil nicht getroffen. Mies. Nein! Wenn er mich jetzt noch gerackt kriegt, das wäre richtig mies. Weil ich einfach die viel besseren Sachen habe. Nein, gut, er kriegt mich nicht gehittet. Scheiße. Meine Fresse, also ich habe mich echt in den Lava-Eimer reingeworfen. Das war echt scheiße von mir. Und in die andere Richtung laufen. Puh, mies, miese Brise. Würde Dominik jetzt sagen. Huh. Das war schon echt knapp eben. Jetzt gerade also. Hat er echt gut platziert, den Lava-Eimer. Habe ich noch eine Workbench? Nee. Das wäre jetzt noch geil gewesen. Jetzt noch ein Dir. Da unten ist noch eine. Für dir als Barbar. Nice. Den Typ gehe ich jetzt klatschen. Full dir. Nice one. Ja, er sieht schon, dass er keine Chance gegen mich hat. Er hat von unten halt den besseren Boxvorteil. Er ist an der Weltgrenze. Ja, jetzt hat er null Chance mehr. Es sei denn, er hat jetzt natürlich... Oh, GG! Meine erste gewonnene Endergames-Runde. Also nicht die erste, aber bestimmt... Boah, eine sehr seltensten. GG. So, dann würde ich sagen, war es von dieser Folge. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch eine positive Bewertung da und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.